Servus miteinander und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Und ich habe festgestellt, ich habe hier Scheiß gebaut. Factorio. Ja, chill mal. Nein. Doch? Oh. Ja, genau. Nur dafür. Respect my authority. Authority. Mit H. Natürlich. Einem H und einem Y, was? Weswegen bin ich losgelaufen? Ah, wegen Landfüll. Ja. Da hatten wir doch hier hinten die ein oder andere Menge. Das ein oder andere Quantum. Ja, dann nehme ich mir mal einen raus. Ach Mist, immer falsch. Egal wie ich es mache, mache ich es hier falsch. Ach ja, ich habe nicht festgestellt, dass ich hier Blödsinn mache. Beste Straße ever, ist ein Förderband. Ja, my glorious Förderband. Und da läuft er einfach über die Schiene, ohne nach links und rechts zu gucken. Boah, wie kann er nur? Hey, ich hab's überlebt. Yay. Oh, das muss ja alles so ein bisschen dicht kriegen. Oh, den hier oben, der muss auch weg. Ja, und dann hier so Stück für Stück, soweit wir halt kommen. Der macht immer 5 auf einmal. Okay, da ist ja, das ist gut. Da ist es alle, das soll mir aber recht sein. Wir produzieren Batterien. Wie sprachen Sie? Eine grüne auf eine rote, oder? Ne, eine grüne auf 2 rote wieder. Genau, richtig. Wie also habe ich da meine Bänder? Wie verknopseln wir eigentlich gerade unser Leicht- und Schweröl? Weil irgendwann wird doch hier mal... Ja, unsere Refineries machen irgendwie nichts mehr, weil sie zu viel Schweröl haben. Dann kommt hier grün raus. Also 16 rote. Das heißt aber, dass ich jetzt hier runter muss. Oh. Hey, dies gefällt dem Anti nicht. Das ist vielleicht nicht so gut hier runter. Na, wo ich kann ja das da abknapsen. Zack. Und dann quasi zack. Dann haben wir hier die Kupferkabel und die dazugehörigen. Muss aber auch eigentlich rumdrehen. Warte mal. Und dann haben wir hier eigentlich alle... Achso, nee, ich brauche ja noch Plastiks. Die muss ich also sowieso von oben holen. How to resolve this problem? Like this. Und dann like this. Dann like this. Genau. Ist jetzt auch wieder nicht hübsch, aber... Wie immer halt. Nicht wie immer, aber wie sehr häufig. Nein. Oh, eins zu weit unten eingesetzt. So, das müsste eigentlich passen. Wir hatten doch noch, können wir, ja, wir müssten. Ja, das ist schön, das gefällt mir. Eins, zwei. Das ist ja Käse, die kann ja gar nicht bedient werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Wir brauchen unbedingt irgendein Ding, was hier blaue Fabriken baut, ey. Das können wir aber erst in den gelben. Ah ja. Da war was. Da war ja was. Wir haben jetzt eigentlich Logistikroboter, die werden auch langsam mal interessant. Die würde ich einfach ganz frech diesmal dir überlassen. Kann ich machen. Oh, so. Seven Nation Army. Ja, irgendwie schon. Ich produziere gerade Lubrikate. Okay. Interessiert mich jetzt nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Okay, das lasse ich durchgehen. Eines Tages wird es dich interessieren, mein Freund. Spätestens, wenn wir blaue Fließbänder brauchen. Äh.
So. Keine Ahnung, was ich eigentlich tue. Aber das... Ja. Okay, passt. Sonst produzieren wir nämlich auch kein Petrol mehr und dann ist es schlecht. Dann bricht nämlich, kollabiert nämlich auch deine Produktion da oben. Okay. Junge, Junge. Kann ich da noch? Die, funktioniert das? Hast du eine Ahnung, ob die roten Greiferchen auch über Rohre hinweg greifen können? Müsste, also hat früher geklappt, müsste auch immer noch gehen. Bei denen ist eigentlich, die greifen sogar, glaube ich, durch Sachen durch. Denen ist das eigentlich relativ Wurst. Cool. Oh, die werde ich mit Double Red ausstatten müssen, dass das was wird. Okay, Schwefelsäure haben wir damit, Batterien produzieren wir. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Nein, das reicht nicht. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Ja. Nicht hübsch, weil die Grünen kommen halt so nicht hinterher, weil es einfach zu langsam sind. Aber... Wer braucht denn so? Achso, die Energie. Wer braucht denn der zum Produzieren? Ich gucke gerade. Nee, also die pumpen schon reichlich grün raus, bevor da überhaupt nur irgendwie... Ja, aber die kommen halt trotzdem irgendwie nicht so ganz hinterher. Keine Ahnung. Ich überlasse dir das. Müsste eigentlich klappen. Also der eine hat jetzt gerade doppelt so viel reingepusht, wie er gebraucht hätte. Ich habe jetzt 1:1. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ich gebe den Tipp. So. Warum? Das konnte doch nicht schief laufen. Hä? Das konnte nicht schief laufen. Darum geht's nicht. Achso, na wenn es erst noch um was geht, was ich nicht kenne, dann... Wie kommst du jetzt auf den Urwurm? Keine Ahnung. Kupferbänder habe ich, Kupferdinger habe ich echt genug. Ich Trottel. Das auch, aber... Ich Trottel. Also Kupfer brauche ich eigentlich nicht nochmal. Doch, das ist der Grund, das Kupfer ist der Grund, warum deine Fabriken hier nicht hinterherkommen. Nein, Kupferkabel sind doch voll bis zum Rand. Aber jetzt, aber vorher nicht. Ja, aber 4:8 hätte doch reichen müssen nach deiner Logik. Ja, die produzieren aber anders, das ist... Achso. Ja, ziehen wir da nochmal 2 raus, ist ja kein Ding. 8 rote reichen ja eh erstmal für das Gröbste. Zumal ich noch gar keine Verwendung dafür habe. Ich fahre die jetzt einfach auf irgendein Band in irgendeine Kiste. Ja, also das gleiche mache ich immer mit Batterien, aber... Fahren die mal lieber in die Richtung. Hopp, keine Ahnung. Auf die ganze Zeit Werbung für zu machen. Es läuft einfach die ganze Zeit in meinem Kopf, ey. Dann schnappen wir uns gleich mal ein paar, dass wir welche auf Tasche haben. So. Die Special-Kisten haben wir doch auch schon, oder? Passive Provider Chest. Weiß ich nicht. Genau, dann fange ich nämlich gleich schon mal an, hier Next Level zu denken. Das passiert nicht oft. Deswegen merkt euch diesen Termin im Kalender. Ja, es wird schnell genug wieder vorbei sein. So. Ja, es liegt eher echt an den grünen Schaltkreisen, dass sie nicht nachkommen. Ja, ich kann ja auch sagen, warum. Weil die roten... Also die fahren nicht ihre volle Produktionsgeschwindigkeit aus, weil die roten nicht mehr... die roten Greiferchen dann nicht mehr hinterherkommen. Ja, das habe ich halt auch schon festgestellt.
Aber das kann ich ja genauso lösen wie unten. Indem ich den hier oben die Stromkabel nehme. Weil ich sie da eh nicht brauche. Und wieder durch Double Rot ersetze, genau. Jetzt ein pretty fuckly Workaround, aber... wie versorge ich den mit Strom? Hier so. Zumindest hat man die Produktion ein bisschen erhöht. Ja. Ja, ich denke mal, zwei Rote müssten das auch hinkriegen. Nee, ist immer eine kleine Sekunde dazwischen. Ja, deswegen habe ich es so gemacht, dass ich halt im Prinzip immer eine Produktion von den Kupferkabeln immer an die Dinge jetzt hier direkt angeschlossen habe. An die grünen Schaltkreise, weil dann kannst du das Ding einfach rauspumpen ohne Ende. Aber jetzt scheint es zu gehen, weil ja die Grünen trotzdem viel, viel schneller produzieren, als die Roten das aufbrauchen. Das ist halt genau der Fall. Und daher geht's auf jeden Fall. Die Vordersten. Das geht auf jeden Fall immer. Die Vordersten machen sowieso schon wieder nichts mehr. Weil die halt einfach so schnell gar nicht verbrauchen hier. Dass die das drauflegen könnten. Aber ja, jetzt lass ich's so. Wir haben erstmal ein paar rote Schaltkreise. Das ist schon mal was. Damit können wir übrigens jetzt anfangen, Electric Furnaces zu bauen, ne? So zur Info. Oh yeah. Yeah, baby. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit der Info anfange, aber... Oh yeah. Wie sieht's aus hier mit blauen Geräten? Nach Batterien machst du ja schon. Oh, da können wir bald Laser Tower automatisieren. Wie geil ist das denn? Ich könnte mir eigentlich mal eine Schrotflinte besorgen. Nein, nicht doch zwei Schrotflinten bauen. Was soll ich mit zwei Schrotflinten? Aber das wäre auch so geil. So Dual-Wielding. Bam, 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 bam. Du hast doch sogar irgendwann schon mal Shells gebaut, oder? Ja, da sind hier bei den manuellen Bausklaven sind ein paar. Ja, zukommt. 45 Shells oder so. Nein, ist ja auch nicht ein Schuss, da sind ja immer mehrere. Ja, das ist so ein Clip halt. Genau. 46, bam. Okay, dann. Zuckert ein bisschen, was ist denn los? Echt? Bei mir überhaupt nicht. Na, irgendwie. Zuckel, zuckel, zuckel gerade so ein bisschen. Strange. Nee, das geht schon da oben. Passt. Weiß halt nicht, was ich jetzt als nächstes automatisieren will. Brauche ich denn eigentlich richtig viel Batterien halt? Für allen möglichen Kram. Oh, Logistikroboter brauchen ja Elektromotoren und sowas. Ja, das heißt, wir brauchen Stahl, Iron Gear Wheels und Pipes. Und davon nicht zu wenig. Wir hatten doch schon mal hier. Hier haben wir Stahl. Da. Iron Gears könnte man hier weiterziehen und so. Ja, das ist soweit okay. Das Problem ist, dass du das genau so gebaut hast, dass du hier eigentlich an das Stahl nicht mehr hinkommst. Baust du das hier oben halt um? Ja, werde ich wohl müssen. Komplett so? Das war ja eher so eine temporäre Geschichte. Ja, genau. Jetzt kommen wir wieder mit den Provisorien daher. Genau. Hatten wir jeweils was... Also, habe ich das da missverstanden? Achso, nee, die können wir ja, glaube ich, noch gar nicht, weil die nicht dafür reichen. Da brauchen... Können wir schon die Umspannwerke? Nope. Und damit brauche ich die Solarfarm ja nicht anfangen. Pack ich alle wieder in die Kiste. Weil ohne die Umspannwerke ist da nicht. Gut, was mache ich denn da jetzt hier? Ich könnte per Hand schon mal die ersten Roboports verteilen. Solange wie noch nicht allzu sehr alles dicht gefrappelt ist. Ich brauche eben Metallplatten. Obwohl ich da lieber so eine Fabrik für hernehmen würde. Was haben wir denn jetzt gerade gefinished? Können wir denn hier Dingsbums... Ah, die brauchen die blauen Flächen, die baut noch keiner, oder? Nein.
Also Filter, das Lustige ist, Teile davon baue ich schon doch, aber du brauchst dann auch die roten Schaltkreise und alles. Ich fange jetzt einfach hier vorne das an, was als nächstes losgeht hier, das da. Ich habe meinen ersten Stack-Inserter gebaut und das Ding ist geil. Erleuchte er mich? Nein, ich habe. Ah ja, genau, das wollte ich eigentlich. Ah, genau. Da habe ich doch ja bestimmt irgendwo so eine Müllheinz-Kiste, die das mal machen kann für mich. Die macht sowieso nichts. Pomp. Und der braucht Stahl, Getriebe und rote Schaltkreise. Rote Schaltkreise. Stahl. Und Metallplatten. Ah ne, halt, der braucht direkt. Getriebe braucht er direkt. Ja. Bauen wir eben mal eben 300 Schaltdinger hier per Hand. Geht schon. Obwohl das eigentlich auch Käse war, die jetzt per Hand zu bauen. Aber na gut. Das brauchen wir auch nicht mehr. Oben hat er mal welche produziert gehabt. Hier kannst du schon mal anfangen. Oh, hier gar nicht. Mist. Was soll's? Das dauert jetzt ein bisschen, aber ja. Geht schon. Die Frage ist. Zack. Wäre es dann tatsächlich einfacher, hier einfach Stahl reinzupumpen? Und die nehme ich hier raus. Oh, falsche Kiste. Okay, dann haben wir dieses Problem schon mal gelöst. Diese Herausforderung, Entschuldigung. Alles unter 100.000 Euro sind laut meinem ehemaligen Chef Herausforderungen. Ja, schon. Das schaufelt er und schaufelt und schaufelt, das ist sehr gut. Oben werden Steel Wheels produziert. Rein damit. Da haben wir dann hier schon mal so 2-3 Roboports auf Lager. Kann ja nicht schaden. Was brauche ich so ein Ding hier? 45 Wheels. Schaufelt er denn hier an? Hätte schon längst mal anfangen können, wieder rote zu schaufeln. Reicht gerade mal noch für einen, dann sind es schon wieder alle. Naja. Dann ist das eben so. Müsste echt mich nochmal schlau machen, wie man hier so ein Ampelgerät baut. Warum sind hier oben 3 Chemical Plants, die nichts machen? Wo? Ja, nee, verstehe ich nicht. Es sieht aus, als sollten die Leichtöl im Petroleum aufspalten, aber. A, können die das nicht? Und B, stehen die da voll strange? Möglich? Keine Ahnung. Stehe ich nicht. Ich belasse es jetzt dabei, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. Manche Dinge muss man nicht verstehen. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, häufig. Wir haben kein Plastik mehr. Weil wir wahrscheinlich kein Petroleum mehr haben, weil wir wahrscheinlich keinen Platz mehr haben für Leichtöl. So. Orakel ich jetzt einfach mal so. Sieht's mal aus. Klassiker. Okay. Schweröl wird ja eher so ein bisschen verbraucht, wenigstens. In irgendwelche Brennstoffe, die keiner so braucht, aber. Ja, doch, später braucht man davon ja mehr als genug für die Rakete. Ja, genau, guckt euch das halt an. Wie schnell das hier gleich wieder voll ist. Ach so, weil sich das jetzt aufteilt, logischerweise. Kannst erstmal wieder ein bisschen arbeiten, aber lange nicht. Wann kommt denn das mit dem blöden Aufspalterei? Da brauchen wir blaue Schaltdinger, also das müssen wir blau erforschen. Advanced Oil Processing ist das. Ja, da brauche ich mal blaue Schaltdinger, Bummeldinger hier.
Wiederhole ich da erstmal Stahllatten hier. Achso, hier komme ich nicht wieder. Das ist ja auch blöd gelöst. Noch nicht mal genug für ein unterirdisches Rohr habe ich. Warte mal, das unterirdische Rohr braucht aber einfach 10 Pipes. Und Eisenplatten. Und damit müsste ich jetzt hier... Ach, ist das nur eins oder ist das ein Paar? Okay, es ist ein Paar. Das sind immer ein Paar. Gott sei Dank. Aber das nicht so. Aber. Oh, da kommt... Da. Alter. Bitte was? Der Zug war schon wieder verdächtig nah. Da habe ich Protokoll 65b eingeleitet. Das besteht aus... Einfach mal der bayerische Urschrei. Ein Teil abspacken, drei Teile ausweichen. Hört sich interessant an. Ja, das sollte ich mal im Auge behalten. Augapfeln weiter. Das ganze Konstrukt hier macht mich schon wahnsinnig mit diesem Zug, aber gut. Wir wollten ja mehr mit Zügen machen und machen jetzt eigentlich relativ wenig mit Zügen. Na noch. Es wird mehr Chance kommen. Kommt schon noch. Eben. Jetzt verfummel ich hier erstmal noch ein bisschen Leichtöl. Ach, bauen wir ja gleich Tanks ohne Ende. Hier kommen auf jeden Fall erstmal noch zwei dran. Ach gut, die kommen jetzt alle hier dran. Gut ist. Frei nach dem Motto. Wer hat, der kann. Richtig. Der da auch noch dran. So, dann haben wir hier erstmal Tanks ohne Ende. Temperatur 25 Grad. Was hilft das dem Öl? Nix. Das ist nicht viel. Ist der Brennstoff hier oben voll oder warum haben die aufgehört? Die haben nicht aufgehört. Die Kiste ist bald voll. Ich würde mal sagen, wir werden hier schon mal vorplanen. Iono Work. Achso. Gut, dann sind wir auch schon lange am Folgenende. Damit ist jetzt übrigens auch, an der Plastik staut sich wieder so ein bisschen. Gerade so, aber reicht das mal. Gut, gut. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao. Servus.